Hallihallo, ich habe Post bekommen von der lieben Swantje und das ist ein Riesenpaket. Ja, das ist so groß, ich muss erst mal sehen, wie ich das jetzt hier am dümmsten anstelle mit auspacken. Ich würde sagen, ich packe den auf den Boden, diesen großen Karton, und mache kurz Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja. Also, ich musste jetzt ein bisschen schauen, wie ich das am dümmsten mache, weil ich ja hier wirklich nur ganz wenig Platz habe. Aber jetzt habe ich das hier neben mich runtergestellt und ja, ich hoffe, es wird nicht ganz so chaotisch. Und ja, obendrauf lag dieser super Lolli und oh, schaut mal diesen Brief hier mit diesen Mädels. Oh, ist das ein schönes Papier. Ja, und auch dieser Lolli, der sieht aus, der ist auch ganz leicht. Ja, ganz leicht und sieht wirklich aus, also man möchte am liebsten reinbeißen. Ne? Also ich würde am liebsten aufwickeln, reinbeißen, aber ja, er ist nicht echt, auch wenn er so aussieht. Also es ist so niedlich. Von hinten sieht er so aus, also auch so Streusel und Glasur und wirklich lecker, einfach nur lecker. Ja, man möchte wirklich am liebsten reinbeißen. Es ist so niedlich, so süß, auch mit hier Schleifchen und hier so ein Kabu und ja, vielen, vielen lieben Dank. Also ich habe dir ja schon mal, ich glaube, bei Knuddelzombie im Video, ich weiß jetzt gar nicht, bei wer hatte das Video, was habe ich da geguckt? Auf jeden Fall hat jemand von dir den gekriegt, da habe ich schon gedacht, Mensch, ja, aber das sieht in echt noch echter aus, ne? Also richtig, richtig toll. Vielen lieben Dank. Also ich denke mal, das Video wird bestimmt auch wieder zwei, drei Teile werden, weil es ist ja, ne? Aha. Dein Bastelchaos. Ja, Bastelchaos. Oh, war ja. Ja, die Swantje ist ja die einzigste, die mein Bastelchaos kennt, ne? Ja. Jetzt gucke ich ja mal schnell rein. Guck mal das Papier. Ich muss das mal kurz zeigen. So süß. Ah, wo gibt's das? Aber das ist bestimmt wieder hier, ja, Mods for You oder diese ganzen Kawaii-Shops oder. Ja, AliExpress und wo ihr immer überall kauft. Hu, Dani. Ich denke, das kann ich zeigen, ist nicht schlimm. Hu, Dani, ich habe dir ein bisschen Kram eingepackt und hoffe, dass dir alles gefällt. Du hast ja noch nicht genug. Nee, auf keinen Fall. Man kann nie genug haben. Ganz liebe Grüße, Swantje. Nee, also ich habe wirklich, wirklich ganz wenig habe ich. Vielen lieben Dank und auch, Mensch, das ist so süß. Ja, es wird natürlich aufgehoben, ganz klar. Irgendwo hingestellt. Ich weiß, das ist total bekloppt, weil es eigentlich ja nur ja ein Brief ist, ja. Also, aber ja, muss man einfach aufheben. Das ist so niedlich. Das kann man nicht wegwerfen. Vielleicht kann man irgendwann das noch mal ausschneiden. Aber erstmal, ja, bleibt das so, wie es ist. So, und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange jetzt einfach mal an mit dieser Tüte hier und oh, schaut mal, das ist auch wieder so ein Mädel. Irgendwas Japanisches steht hier. Und ja, gucken wir mal, was da drin ist. Oh, ich bin total aufgeregt. Ja, jetzt muss man echt vorsichtig sein. Man will nichts kaputt machen. Weil, ne, kann man ja alles aufheben. Alles. So, mal schauen, was hier drin ist. Ich schütte das jetzt einfach mal hier aus. Ah, das sind so eine Holzteile. Ah, cool. Und auch sehr große. Die großen kenne ich ja gar nicht. Ja, ich würde es mir gerne hier alles ins Bild legen, aber es geht einfach nicht. Also ich habe wirklich nur hier so einen kleinen Zentimeter Platz und ja, wir gucken jetzt zusammen die Teile erstmal an. Das sind so größere, die kenne ich überhaupt gar nicht. Richtig coole dabei. Das Fahrrad ist ja mal geil. Das Fahrrad ist cool. Dann hier auch so eine Feder. Ah, das hätte ich vor kurzem gebrauchen können. Weil mein Sohn ein Plakat gemacht hat über Paris, ne? Also Frankreich. Da wäre der gut gekommen, aber ja. Kann man ja aufheben fürs nächste Mal. Ist bestimmt nicht das letzte Mal. Oh, die sind übelst groß. Ich habe mir ja beim Action heute kleinere gekauft. Aber die großen ja kenne ich überhaupt gar nicht. Oh, hier ist auch so ein großer Schlüssel. Was ist das? Ein Kleeblatt? Kann das sein? Keine Ahnung, sieht aus wie ein Kleeblatt. Dann hier dieser große Schlüssel, der ist auch toll. Hier haben wir so einen schönen großen Ballon. Oh, die sind riesig. Es ist echt cool. Und ein Herzchen.
vielen lieben Dank. Diese Holzsachen sind ja immer cool. Kann man ja immer cool gebrauchen. Auf Bilderrahmen mit verwenden oder. Kann man ja auch eigentlich alles mitmachen. Oh, und die Tüte ist so süß. Ich versuche es trotzdem so ein bisschen mit reinzulegen, aber ja. Wird nichts werden. Jetzt greife ich hier einfach mal rein und da haben wir hier ein kleines Päckchen. Ist das ein Einhorn? Sehe ich das richtig? Ja, es ist ein Einhorn, schaut mal. Und zwar mit, so metallisches Papier. Oh, cool. Noch nie gesehen. Und hier vorne, das mache ich auch gerne, auf die Päckchen was draufkleben. Das sind so coole Capuchon-Rosen. Die sind ja auch mal mega. Habe ich auch keine von denen hier. Die kenne ich auch gar nicht. Ah, das hast du ja wieder super eingepackt hier. Da muss ich die Schere holen und schnippeln. Ja, man will es eigentlich immer gar nicht kaputt machen, aber ich komme nicht rein. So, hier, jetzt. Hast du sehr gut verpackt, liebes Warnchen. Sehr, sehr gut. Siehst du das? Ja, man will immer aufpassen, dass man auch nichts kaputt macht. Man weiß ja gar nicht, was drin ist. Fühlt sich sehr weich an. Ja, die muss ich dann später abfummeln, ja, weil die will ich ja behalten. Was ist denn das? Ein Squishy. Ach, nee. Ach Mensch, du Verrückte. Nee. Oh, geil. Jetzt muss man die Lampe hier noch so ein bisschen. Man sieht ja gar nichts. Habe ich ganz vergessen, die Lampe so ein bisschen. Also wie gesagt, das Video werden mehrere Teile. Oh, ein Panda-Squishy. Oh. Cool. Ich habe mir jetzt Waffeln bestellt. Ich glaube Waffeln und irgend so ein Donut oder Kuchen. Aber für meinen Sohn, weil der will ja unbedingt diese Squeezies haben. Aber den behalte ich natürlich selber. Ach, riecht cool. Ja, das Wahnsinn riecht immer dran. Das musste ich auch mal dran riechen. Riecht voll nach Chemie. Aber irgendwie angenehme Chemie. Ja, also nicht, wenn man vom Teddy da irgendwie so ein paar Schuhe kauft oder so, dass man da denkt, oh mein Gott. Sondern es ist so, ja, irgend so ein angenehmer Chemieduft. Oh, das kann ich jetzt stundenlang machen. Am besten, ja, ich höre erstmal auf. Oh, cool. Vielen lieben Dank. Das ist wie so ein Brötchen, ja, so. Oh, cool. Ah, jetzt habe ich auch einen Squeezy. Ich hatte ja mal einen kleinen Panda-Bären. Ich weiß gar nicht, wo ich den her hatte. Habe ich den auch bei Mutz for You bestellt oder bei Rina im Shop? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bei Rina war das. Und der wurde natürlich von meinem Sohn einkassiert quasi. Oh, schön. Greife ich nochmal rein. Hier ist auch noch ein kleiner. Ach, süß. Schaut mal, ich habe da auch Sticker, aber die sehen anders aus. Dieser Maus hier. Ja, was könnte das sein? Hm, keine Ahnung, echt. Und auch wieder so schön verpackt, so pink. Oh. Dem fummel ich natürlich auch ab, logisch. Logisch. Das Papier gefällt mir auch sehr gut. Oh. Oh mein Gott. Oh nee. Oh, was ist das süß? Sticky Notes. Kleine Notizzettelchen. Oh, also wenn ich das meinen Sohn mit in eine Brotbüchse oder an die Brotbüchse klebe, ich mache das immer an die Brotbüchse, weil sonst werden die dreckig. Oh, der flippt aus. Was ist denn das eigentlich für ein Viech? Ist das ein Hase? Ist das ein Hamster? Ihr kennt euch da besser aus. Ich bin mit diesen Kawaii-Viechern, bisschen Hase, ne? Mit Karotte und Ohren hier. Mit den Kawaii-Viechern nicht so vertraut wie ihr. Ich weiß, dass Rillakuma ein Bär ist und ja, das war es dann auch schon, glaube ich. Ansonsten kenne ich, doch Hello Kitty kenne ich noch. Und so vom Sehen vereintelt, ja. Aber ich weiß immer nie, wie heißen die und wer ist das und so. Oh, jetzt habe ich hier so eine Sticky Notes. Ich komme mir an sowas gar nicht groß ran. Also ich habe so vereinzelt das, was Wante mir immer mal mitgeschickt hat. Oder ein paar Notizzettelchen vereinzelt von jemandem bekommen. Weil ich bestelle in diesen ganzen Japan-Shops und so. Ich stelle mich dazu doof an. Keine Ahnung. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich mal sowas habe, wo... Oh, ist das niedlich. Ja, das ist der Rillakuma, ne?
Ich habe auch erst gedacht, ich habe nur mit beim Action, gehört jetzt nicht zum Video, ist eigentlich ein anderes Video, den hier gekauft. Und als allererstes habe ich gedacht, das ist auch so ein Rillakuma. Ne, wenn er braun gewesen wäre, würde es sogar passen, ne? Aber er ist rosa. Und ich habe gar nicht gesehen, dass da irgendwas drin ist. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Sieht aus wie Süßkram. Den fand ich so niedlich. Der war auch nicht teuer. Ich, keine Ahnung. Aber das gehört jetzt eigentlich gar nicht hierher. Aber da ich immer so ein Schnattertier bin. Ja. Oh, ist das süß. Vielen lieben Dank. Das ist echt total niedlich. Ja, da kann ich jetzt auch mal wieder ein paar andere Motive mit an die Brotbüchse machen. Da freut er sich. Aber nicht zu viele, weil, ja, das ist wieder so ein Zeug, was man, ist total bekloppt, man will das haben, will es nicht aufbrauchen, weil, ja, was will man denn damit, wenn man es nicht verbraucht, ja, also nur hinstellen, ach, man ist wirklich krank und doof. So, jetzt versuche ich hier mal so ein bisschen wieder Ordnung zu machen, aber ich darf nicht vergessen, ja, das mache ich gleich ab und klebe mir das hier an meinen kleinen Schrank erstmal dran. So, habe ich jetzt dran geklebt. Was haben wir da? Ein größeres Paket. Oh, schaut mal. Muss ich auch wieder abfummeln. Klar, Mix. Oh, Mix ist immer gut. Und hier kleben auch wieder so Sternchen dran. Ich hoffe, dass ich das Paket noch schaffe im ersten Teil. Aber das fühlt sich ja übelst viel. Was ist denn da noch alles drin? Ja, das muss auch ab. Das muss ab. Das muss ich behalten. So. Oh, die sind echt schön hier. Sterne gehen immer. Also wenn ich irgendwo Sticker sehe mit Sternen, nehme ich immer mit. Immer. Ah, das ist echt schön eingepackt hier mit dem Papier. Das gefällt mir, das Papier. Vielleicht kann man das auch aufheben, ja. Ich mache das jetzt einfach so. Oh, alles muss man aufheben. Wie doof. Doch, ich heb das jetzt auf. Ja, schaut, das kann man nämlich noch aufheben. So, so packe ich das jetzt hier. So, ich habe jetzt erstmal alles rausgeholt. Boah. Ach du Scheiße. Gott, das reicht jetzt gar nicht mehr für das Video hier im ersten Teil. Oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Oh, so viel hier eingepackt. Das ist ja der absolute Knaller. Mein Gott. Wo ist hier der Anfang? Jetzt werde ich gerade nervös. Ja, jetzt werde ich nervös, weil es nicht schnell genug geht, ne? Oh, ich liebe diese Tüten hier. Ich habe mir heute auch welche von Action gekauft. Weiß ja nicht, ob das die sind. Ja, ich versuche Tüte 1 jetzt noch hier reinzukriegen in das Video. Also in Teil 1. Und wir haben hier sind oh, die sind schön. Noch nie gesehen solche. So eine Perlen und die sind so ein bisschen, die erinnern mich, ich weiß nicht warum, an Porzellan. Ich weiß nicht warum und die sind wunderschön. Das Licht ist auch doof hier. Aber ich denke, man kann es gut erkennen. Die sind wirklich wunderschön. Die schimmern so, so, so. Ja, ich weiß nicht. Kann ich gar nicht beschreiben. So ölig, so. Kann ich nicht beschreiben. Die sind echt schön. So, dann sind hier. Die erinnern mich an irgendwelche Süßigkeiten. So wie Trachees oder so. In Pastellfarben. Auch echt cool. Dann haben wir hier so durchsichtige und da sind aber lauter, ja, lauter Flitter drin. Also das ist ja auch mal geil. Das ist auch mal geil. Aber ich werde jetzt, damit ich jetzt nicht so schnell mache und das jetzt hier zack, 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 werde ich Pause machen und es geht dann weiter mit Teil 2, ja. Ich habe leider nur so wenig Minuten. Wir müssen hier ein paar mehr Teile machen. Bis gleich.